Guten Tag, mein Name ist Martin Gersch. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin. Diese Professur ist Teil des Departments Wirtschaftsinformatik, was ich zusammen mit Natalia Kliever 2011 hier am Fachbereich für Wirtschaftswissenschaft gegründet habe. Seither übe ich verschiedene Funktionen in Forschung und Lehre aus. So bin ich unter anderem Träger des DFG-Graduiertenkollegs für organisatorische Pfade, das sogenannte Pfadkolleg. Ich habe mit beantragt und sitze jetzt im Leitungskreis der Focus Area DynAge. Das ist ein Forschungsgebiet im Rahmen der Exzellenzinitiative 2. Und ich bin Mitantragsteller und im Lenkungskreis zu der Entrepreneurial Network University. Das ist das Projekt, mit dem die Charité und die Freie Universität Berlin eine Gründeruniversität wird. Das heißt, in Forschung und Lehre sensibilisiert und qualifiziert für die Möglichkeit, unternehmerisch tätig zu sein, auch mit Forschungsergebnissen. In der Lehre vertrete ich verschiedene Themen, unter anderem die Veranstaltung Informationsmanagement, E-Business, Service Engineering und unternehmerisches Handeln und Startups. Das lässt sich gut verbinden mit den Forschungsschwerpunkten, die bei mir insbesondere in technologiegetriebenen Veränderungsprozessen liegen. Das heißt, ich versuche zu verstehen, welche ökonomischen Implikationen neue Technologien haben und welche Veränderungsprozesse von ihnen ausgelöst werden für einzelne Unternehmen, für einzelne Geschäftsmodelle oder eben auch für ganze Industrien und Branchen. Das untersuche ich unter anderem im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Dienstleistungsbranchen, in Investitionsgüterbereichen und auch in unserer eigenen Branche, der Branche für Lehre, universitäre Lehre. Hier beschäftige ich mich mit meinem Team unter anderem mit Konzepten für E-Learning, Blended Learning und möglichen Innovationen von Lehr-Lernangeboten, die Zukunft der Universitäten auch bestimmen werden. Ja, hallo, mein Name ist Hannes Rothe. Ich arbeite hier an der Professur Gersch seit 2012. Wir sind hier am Department Wirtschaftsinformatik und da beschäftigen wir uns mit vielen Themenstellungen. Und meine Forschungsgebiete sind insbesondere das Thema Dienstleistungsentwicklung, vor allem in der Hochschullehre. Ich beschäftige mich mit Learning Analytics, also der Analyse und der Datenaufbereitung von Lernprozessdaten. Meine Hauptaufgabe hier an der Professur besteht darin, dass ich mich im Projekt Entrepreneurial Network University mit der Entrepreneurship Education auseinandersetze. Das heißt, ich koordiniere hier das Teilprojekt. Hier an der Entrepreneurial Network University erstellen wir eine Vielzahl neuer Veranstaltungen für Masteranden, für Bachelor und auch für PhDs. Und zukünftig werden auch weitere Veranstaltungen für Alumni entstehen. Und meine Aufgabe besteht eben darin, versuchen, den Überblick zu behalten über die vielen Kooperationspartner, die wir mittlerweile haben und die immer wieder dazukommen. Und gemeinsam mit der Informatik bin ich auch sehr stark involviert darin, eine neue Plattform, die Entrepreneurship-Lehr- und Austauschplattform, zu erstellen. Ja, die These lautet das süße Gift. Ich glaube, dass Entwicklungen wie Big Data und datengetriebene Geschäftsmodelle sich derzeit schneller entwickeln als die demokratisch legitimierten Rahmenbedingungen. Und das süße Gift bezieht sich ein Stück weit auf den Hunger von diesen Geschäftsmodellen, sich die Daten von Kunden als Gegenleistung anzueignen und damit weitere Erlösquellen zu erschließen. Und das süße Gift bezieht sich darauf, dass eben Leistungen angeboten werden, die durchaus attraktiv sind und die Kunden unzureichend reflektieren, welche Gegenleistungen sie erbringen, deswegen bereit sind und wenig sensibel sind, was mit diesen Daten angestellt wird. Ja, vielleicht mache ich es an der Stelle mal ein bisschen konkret. Ich würde am besten mal zwei Beispiele nehmen. Fangen wir an mit VUGA. VUGA ist ein Berliner Startup, vielleicht inzwischen relativ bekannt. Und was die machen, die machen Browser Games und Mobile Applications, die relativ bekannt sind. Also das sind zum Beispiel solche Wimmelbildgeschichten und die haben ein Geschäftsmodell, das nennt sich Freemium. Also das heißt, sie bieten eigentlich ihren Service entgeltfrei an und versuchen den Nutzer zu überzeugen, an einem bestimmten Punkt dann doch einen Zusatzservice zu kaufen. Und deren große Herausforderung ist, den Service so einfach zu machen, dass er zugänglich ist für jeden und jeder daran teilnehmen möchte. Das heißt, es soll aber trotzdem so viel Spaß machen und irgendwie knifflig genug sein, an einem bestimmten Zeitpunkt einen zusätzlichen Service zu kaufen. Also zum Beispiel ein zusätzliches Leben oder so. Und wie können die das machen? Das große Problem, was die haben, ist eben genau diesen Zeitpunkt zu bestimmen. Und sie benutzen intensive Daten. Analysen, insbesondere intelligente Algorithmen, um
diese Nutzungsdaten eben daran hingehend auszuwerten, dass sie diesen Zeitpunkt finden. Und darüber hinaus eben auch AB-Tests. Und das ist nur ein Anwendungsbereich unter vielen. Es gibt auch traditionelle Geschäftsmodelle, die sich jetzt gerade wandeln. Nehmen wir zum Beispiel die Versicherungsdienstleister, die jetzt in der Not sind, sich neue Geschäftsmodelle zu überlegen oder sich in der Not fühlen und daher gerade kräftig in Datensammlung und Datenauswertung investieren. Zum Beispiel auch wiederum in intelligente Algorithmen, Machine Learning beispielsweise, und versuchen zukünftig individualisierte Policen anzubieten. Individualisierte Policen heißt, ausgehend vom Risikofaktor eines jeden einzelnen Nutzers, bieten sie Leistungen und entsprechend auch Preisgestaltungen an. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, wollen wir das so haben? Wollen wir das für alle Services haben? Denn Versicherungsdienstleister, das bedeutet zwar Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Rechtsschutzversicherung, aber es kann auch bedeuten Gesundheitsversicherung, beispielsweise private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung vielleicht sogar. Ja, ich sehe auch diese positiven Seiten durchaus. Und ich glaube, das ist ja gerade das, was das süße Gift zum Ausdruck bringen soll. Das ist süß und das kann lecker sein, dieses Gift, weil diese Individualisierung und die Serviceangebote durchaus angenehm sind. Was mir Sorgen macht, ist die Geschwindigkeit, vor allen Dingen die unterschiedliche Geschwindigkeit. Wir haben eine technische Explosion in den letzten Jahren gehabt, wo viele Möglichkeiten entstanden sind. Wir haben eine dramatische Zunahme an diesen Angeboten, die der Kunde schon erwartet von einem Anbieter, dass es genauso einfach und auf ihn zugeschnitten funktioniert. Aber wir hinken deutlich hinterher in der gesellschaftlichen Diskussion, was wollen wir, wo sind da Grenzen, wie können wir das demokratisch legitimieren und welche Rahmenbedingungen wollen wir dafür setzen, was wir als richtig und als falsch empfinden. Das ist fast wie Wild West, was im Moment stattfindet. Es wird natürlich das gemacht von den kommerziellen Anbietern, was technisch möglich ist. Aber sie erleben keine Grenzen und sie erleben nicht, dass ihnen irgendjemand sagt, halt, stopp, nicht weiter. Und auf der anderen Seite eben auch die mangelnde Sensibilität der Nutzer, dass sie nicht richtig verstehen, was ihre Gegenleistungen sind. Sie waren früher gewohnt, dass sie eine Leistung in Anspruch nehmen und dafür einen Eurobetrag als Gegenleistung bezahlen müssen. Mittlerweile hat sich Leistung und Gegenleistung verändert. Sie geben eben ihre Daten oder ihre Aufmerksamkeit als Gegenleistung ab. Und genau das ist dann das Gift. Es passiert etwas unreflektiert außerhalb ihrer Wahrnehmung, was vielleicht nicht in ihrem Sinne ist. Und da müssen wir aufpassen, dass das technisch Machbare nicht all das im Moment umsetzt und tut und neue Strukturen schafft, an die wir uns alle gewöhnt haben, ohne dass wir entsprechend reflektiert haben, wollen wir das in der Form auch. Man muss natürlich dazu sagen, technisch machbar ist es ja, also nur weil es technisch machbar ist, macht man es ja nicht einfach. Also das heißt, die kommerziellen Anbieter, die machen es natürlich, weil es gefordert wird von dem Nutzer. Denn der Nutzer, was möchte der haben? Also als das Web aufkam, sozusagen die ersten webbasierten Geschäftsmodelle aufkamen, da wurde immer vorgeworfen, jetzt wird hier jetzt werden Massenprodukte rausgeliefert und nichts ist personalisiert und die Tante-Emma-Läden um die Ecke, die verschwinden jetzt und man kann gar nicht mehr auf den Kunden eingehen. Jetzt auf einmal sind wir durch genau diese Daten und durch die Algorithmen in der Lage, wieder auf den einzelnen Kunden einzugehen. Das heißt, einen Service anzubieten, der den einzelnen Kunden in den Mittelpunkt rückt. Also zum Beispiel, wenn wir bei der Versicherung bleiben, eine Versicherung anzubieten, die eben berücksichtigt, dass jemand besondere Lebensverhältnisse hat. Das ist durchaus gut und die meisten Kunden wollen das auch. Man muss aber natürlich verstehen, ein kommerzieller Anbieter, der Tausende und Abertausende von Kunden hat, der kann nicht wirklich auf den einzelnen Kunden eingehen. Das heißt, ohne dass wir diese Daten und diese Algorithmen haben, ist eine Co-Creation, wie man das nennt, also wo man den Kunden in die Erstellung der Dienstleistung mit reinnimmt, ist faktisch nicht möglich. Ja, das muss allerdings treffen auf die Kompetenz des Kunden, das zu verstehen und damit auch einverstanden zu sein. Und das Besondere an diesen digitalen Innovationen ist ja, dass der Kunde vielleicht das am Anfang gar nicht so genau versteht, was damit passiert und dass ihm auch ein Stück weit Fantasie fehlt, was mit diesen Daten angestellt werden kann. Dort, wo es in Richtung Individualisierung geht, kann das durchaus positiv für ihn sein und er ahnt auch, dass diese Daten notwendig sind, damit die Leistung auf ihn zugeschnitten werden kann. Wenn wir aber zum Beispiel bei dem Versicherungsbeispiel bleiben und uns überlegen, dass dadurch auch zum Beispiel das Prinzip der sozialen Gemeinschaft ausgehöhlt werden kann, weil ich auf einmal Risiken besser analysieren kann und entsprechend auch risikoabhängige Tarife formulieren kann oder sogar Personen ganz ausschließe
aus dem Versicherungsschutz, dann erleben wir, dass das wahrscheinlich nicht im Sinne weder der Sozialgemeinschaft noch im Sinne des Einzelnen ist, zumindest des Einzelnen, der dadurch Nachteile erleidet. Vielleicht würden von denjenigen, die gute Risiken bedeuten für Versicherungen, der eine oder andere das sogar befürworten, dass er sagt, warum sollte ich das mitbezahlen, was andere da als riskanten Lebensstil führen. Also da fehlt mir genau noch diese differenzierte Diskussion darüber, wo wir da Grenzen ziehen wollen, wie wir damit umgehen wollen. Und damit wir eigentlich auch diesen Anbietern, die selbstverständlich diesen Drang haben, das auszunutzen, welche Möglichkeiten da bestehen, klare Rahmenbedingungen vorgeben können, bis hierhin, das könnt ihr kreativ gestalten, ihr könnt individualisieren, ihr könnt auf den Kunden eingehen, aber keinen Schritt weiter, weil das wollen wir als Gesellschaft nicht. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Ich glaube, auf der einen Seite bunt, vielfältig, individuell. Ich finde diese Service ja auch toll und nutze sie auch selber und kann mir ein Leben ohne eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Auf der anderen Seite treibt mich schon um, ob wir nicht unseren Fragekanon noch erweitern müssen. Früher hatte man immer Angst, dass einen die Kinder später mal fragen, wie konntet ihr die Umweltverschmutzung zulassen oder warum habt ihr das mit der Atomenergie nicht eher gemerkt und habt dort anders reagiert. Ich glaube oder befürchte, wir werden noch zusätzliche Fragen bekommen. Warum habt ihr damals Anfang der 2000er Jahre nicht aufgepasst, dass euch das gesellschaftlich nicht entgleitet, was mit Daten und Datennutzung möglich wird? Und wie konntet ihr es zulassen, dass Daten in die Hände von internationalen Konzernen praktisch unkontrolliert gelangen, die damit erstmal ihre Interessen verfolgen, aber wo eben keine gesellschaftliche Reflexion stattgefunden hat, was ihr wollt und was ihr vor allen Dingen nicht wollt? Ja, das hört sich für mich sehr nach 1984 an. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht sollten wir nicht unbedingt in eine Schockstarre vor solchen Dystopien treffen. Also es wäre meine Zukunft, wenn ich sie mir vorstellen sollte, stell ich sie mir eher so vor, dass wir einen Freiraum schaffen für junge, kreative Unternehmen, die gerne was ausprobieren wollen, neue Dienstleistungen ausprobieren, Produkte ausprobieren. Und da wir diesen Unternehmen auch prototypischen Freiraum bieten. Wenn es allerdings um die Skalierung geht, dann haben Sie vermutlich recht. Ich denke, die Zukunft, wir werden die Probleme lösen müssen. Wir haben gar keine Wahl, denn Big Data ist da und die meisten Geschäftsmodelle funktionieren jetzt schon nach diesem Prinzip und wir kriegen das auch nicht mehr raus. Daher gehe ich davon aus, dass wir über kurz oder lang internationale Regelungen finden, die insbesondere im Hinblick auf Datenschutz, Datensicherheit implementieren, was eigentlich auch schon da ist. Also beispielsweise EU-Normen, die sich um Datenschutz bemühen und sagen, dass wir eine Zweckbindung haben müssen, wenn wir Daten sammeln. Nun, das kann man natürlich bei intelligenten Algorithmen immer fragen, gibt es eine Zweckbindung, wenn ich die Zweck vor der Datensammlung eigentlich gar nicht kenne, sondern sie sich erst nach und nach entwickeln. Aber ich glaube, auch da wachsen zunehmend auch auf Seiten der Gesetzgeber Sensibilisierung, dass ich Algorithmen besser verstehen muss. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Und was man wahrscheinlich noch viel mehr einfordern sollte, ist genau das, was Sie vorhin auch schon gefordert haben. Wir sollten eigentlich den Nutzer ermächtigen, sich selbst seine eigenen Daten bewusst zu sein. Das passiert teilweise schon, wenn man sich auf Mobile Apps anschaut, dann gibt es immer, wenn ich eine neue App runterlade, welche Sensoren werden freigegeben, welche Services dürfen welche Daten austauschen. Das passiert inzwischen auch schon im Netz. Wenn eine Webseite auf Facebook zugreift, dann wird gefragt, darf man das publike Profil abrufen und die Freundesliste und so weiter und so fort. Und wir werden das zukünftig wahrscheinlich noch stärker standardisiert haben, denn wir müssen es auch tun, denn spätestens wenn das Internet der Dinge kommt, also ganz viele Sensoren überall im ganzen Raum, muss ich eigentlich vermutlich eine ID mit mir rumtragen, die mir sagt, dieses Gerät darf jetzt wissen, wer ich bin, dieses Gerät darf es nicht und dieses Gerät darf vielleicht auch noch wissen, wer meine Freunde sind oder ob ich, wie alt ich bin. Ja, yeah. Nach unserer Diskussion bin ich gar nicht mehr so sicher, ob die Welt wirklich noch so schön bunt ist oder ob das nicht schon fast eine Drohung war, was Sie da beschrieben haben. Ich glaube, es ist aber rausgekommen, man muss sensibel bleiben und wir müssen es reflektieren, wir müssen gezielt damit umgehen. Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen.